Ich stehe hier gerade vor so einem Wohnhochhaus und jede einzelne Wohnung hat ihr eigenes Wärmeversorgungskonzept über solche Solarthermieplatten. Und das für jede dieser tausenden Wohnungen. Auf dem Balkon ist dann ein kleiner Pufferspeicher. Und ihr seht, da geht die Wärmeleitung zur Solarplatte nach oben. Für nicht sonnige Tage gibt es hier in der Küche noch so eine kleine Gastherme, die dann das Warmwasser erzeugt. Das hier hinten, das ist die Hauptgasleitung für das ganze Wohnhaus. Die geht hier einfach einmal durch alle Stockwerke durch und dann immer die Abzweige hier zu der Therme hin.